Ich werde drei Themenbereiche heute ansprechen. Das eine ist die Geschichte des Wiener sozialen Wohnbaus. Das zweite sind Daten und Fakten zum Thema Wohnen in Wien heute. Und das dritte ist, dass ich Ihnen auch gerne die Arbeit von Wiener Wohnen, hier wo wir uns befinden, der Gemeindebauverwaltung vorstellen möchte. Wir starten also in der Vergangenheit. Um zu verstehen den Wiener Gemeindebau und das Wiener Modell und warum sozialer Wohnbau in Wien einen derartigen Stellenwert hat, muss man 100 Jahre zurückgehen in die Zeit vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg. Die Stadt Wien hatte damals bereits 2 Millionen Einwohner und es herrschten ganz verheerende Wohnverhältnisse. Hauptsächlich in den sogenannten Gründerzeithäusern, die im Zuge der Schleifung der Stadtmauer errichtet wurden. Und ich habe Ihnen mitgebracht einen Artikel aus einer Zeitung vom 13. November 1911 und da heißt es: Im Hause 2. Bezirk, Kleine Schiefgasse 32, sind alle Wohnungen in einem desolaten Zustand. Insbesondere aber die Wohnungen Nummer 11 und 12 sprechen geradezu hohen allen sanitären Anforderungen. Diese beiden Wohnungen sind miteinander durch offene Türen verbunden und gehören einem Mieter. Sie bestehen zusammen aus 5 Zimmern und einer Küche. Alle Räume dienen als Schlafräume. Es befinden sich darinnen 38 Betten, diese werden aber von mehr als der doppelten Anzahl an Personen benutzt, da nicht nur 2 Personen ein Bett teilen, sondern auch noch Kinder bei sich haben. Der freie Raum zwischen den Betten wird überdies noch von auf dem Boden liegenden Schläfern benutzt. Das waren also die Wohnverhältnisse kurz vor dem Ersten Weltkrieg in Wien. Das war kein Einzelfall. Die Tuberkulose hat damals die Wiener Krankheit geheißen, weil natürlich unter diesen Wohnbedingungen auf engstem Raum mit katastrophalen sanitären Zuständen, die Toiletten befanden sich meistens im Freien oder am Gang, war die Verbreitung von Seuchen eine logische Folge. Nach dem Ersten Weltkrieg im Mai 1919 gab es zum ersten Mal wirklich freie Wahlen, auch ohne Zensus, also ohne dass die Stimmen von reicheren Bürgern mehr gezählt haben. Und so wurde im Mai 1919 in Wien erstmals ein sozialdemokratischer Bürgermeister gewählt. Diese sozialdemokratische Stadtregierung hat sich dann das Wohnen und die Wohnverhältnisse zum Programm gemacht und wenn man da heute zurückblickt, unglaublich mutig und unglaublich weitblickend die Lebensbedingungen der Bevölkerung verbessert. Man muss sich auch vorstellen, das war nach dem Ersten Weltkrieg eine ganz schwierige finanzielle Situation. Es gab den Vertrag von Saint-Germain, der auch für Österreich gegolten hat. Das heißt, die Fabriken, die Industrie, die Rohstoffe standen im Eigentum der Siegermächte und Österreich war zu ziemlich hohen Reparationsleistungen verpflichtet. Also eine unglaubliche finanzielle Situation, schlechte finanzielle Situation. Und diese sozialdemokratische Stadtregierung hat dann aber Steuern eingeführt. Und zwar zum einen eine zweckgebundene Wohnbausteuer, die es auch heute noch gibt in etwas anderer Form, und eine Luxussteuer, zum Beispiel für Dienstpersonal, für Fiaker oder auch schon Autos, die es damals schon gegeben hatte.
mit diesen Mitteln, die man aus diesen Steuern lukriert hat, hat man das erste Wohnbauprogramm gestartet in den 1920er Jahren bis 1934, als dann die austrofaschistische Umsturz erfolgte, und hat in dieser Zeit 66.000 Wohneinheiten errichtet. Und zwar hat damals auch der Grundsatz gegolten, Licht, Luft und Sonne. Das heißt, wer zum Beispiel heute dann die Tour macht durch die Gemeindebauten, werden Sie auch sehen, es ist immer nur ein relativ kleiner Anteil der Grundfläche verbaut worden. Man hat so große Freiräume, Grünräume auch geschaffen. Ein weiterer wichtiger Punkt für die damalige Regierung war auch das Thema Bildung. Das heißt, man hat in die Gemeindebauten auch Bibliotheken gegeben oder Theater, und hat so eine Institution geschaffen, die über das reine Bauwerk weit hinausgeht. Der Karl-Marx-Hof, nach wie vor der längste zusammenhängende Wohnbau der Welt, wurde von den Konservativen abschätzig das Versailles der Arbeiterklasse genannt. Und Bürgermeister Karl Seitz hat bei seiner Eröffnung gesagt, wenn wir einst nicht mehr sind, diese Steine werden für uns sprechen. Es gab dann die Unterbrechung der faschistischen Zeit, zuerst des Austrofaschismus nach dem Bürgerkrieg und dann der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft. Danach war Wien zerbombt. Auch viele der Gemeindebauten, die in der Zwischenkriegszeit errichtet wurden, hatten teilweise drastische Schäden. Es gab zahlreiche Obdachlose, und die Stadt Wien hat unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur die bestehenden zerbombten Gemeindebauten wieder saniert und errichtet, sondern auch drastisch begonnen, neue Gemeindebauten zu errichten, so dass wir heute über 220.000 Gemeindewohnungen verfügen. Es hat dann natürlich in den 60er Jahren begonnen, dass die ersten Gemeindebauten sanierungsbedürftig waren, und hier hat dann auch die Phase der sanften Sanierung begonnen. Die Gemeindebauten werden in der Regel im vermieteten Zustand saniert, und es wird darauf geachtet, dass die Bewohner möglichst wenig Beeinträchtigung dadurch haben. Ich komme jetzt zu den Zahlen, Daten und Fakten zum zweiten Teil. Wien ist eine der am schnellsten wachsenden Städte in Europa. Wir erwarten 2026 wieder die 2-Millionen-Marke zu erreichen, die wir im 1910 bereits hatten. Dann war ja lange Zeit Wien quasi so der letzte Vorposten vorm Eisernen Vorhang und irgendwo im Eck. Durch den Fall der Mauer ist Wien wieder ins Zentrum von Europa gerückt, und die Probleme, die es davor gab mit einer schrumpfenden Stadt, haben sich gewandelt in die Herausforderungen, die es nun mit einer wachsenden Stadt gibt. Der Zuzug passiert einerseits durch die sogenannte Landflucht. Wien ist die größte deutschsprachige Universitätsstadt. Natürlich kommen auch Jugendliche aus den Bundesländern Österreichs nach Wien, um hier zu studieren, und bleiben dann oftmals hier. Die Flüchtlingskrise 2015 hat natürlich einen großen weiteren Schub gebracht, und dann die Wirtschaftsmigration, vor allem in Wien aus Osteuropa und der Türkei. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, in den 90er Jahren gab es nach Österreich eine große Flüchtlingswelle aufgrund des Balkankrieges, weil davon ja auch Staaten betroffen waren, die zuvor einmal zur österreichischen Monarchie gehört haben und daher auch eine gewisse nahe Beziehung herrscht. Die Stadt Wien hat sich daher entschlossen, wieder neue Gemeindebauten zu errichten.
Es sind 4000 Wohnungen geplant bis 2020, sollen die auf Schiene gebracht werden. Natürlich haben sich die Bedingungen gegenüber den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts etwas verändert. Wir haben ein Vergaberecht. Es braucht in vielen Fällen einen Widmungsantrag. Hier ist sicher das Bauen durch die öffentliche Hand nicht mehr so einfach wie in den 20er Jahren. Die Gemeindebauten, die wir bauen, sind so konzipiert aufgrund der großen Förderung, die die Stadt Wien dafür auch gibt, dass die neuen Mieter keine Eigenmittel zu erbringen haben, keine Kaution, dass es natürlich unbefristete Verträge gibt, Mietverträge, so wie in allen unseren Häusern. Und die Mieter zahlen 7,50 Euro am Quadratmeter, alles inklusive. Warum ist auch der Gemeindebau und der soziale Wohnbau in Wien so wichtig? Ganz typisch für eine Großstadt sind 77% der Bewohner dieser Stadt Mieter. Also die absolut bevorzugte Wohnform ist die des Mietens. Das Eigentum hat nur eine untergeordnete Rolle. Das ist für eine Großstadt nichts Untypisches. In Berlin sind es zum Beispiel fast 80%, die in Mietwohnungen wohnen. Neben dem Gemeindebau gibt es in Wien aber auch den geförderten Wohnbau, weil eben die Bedingungen für die öffentliche Hand selber zu bauen sich dramatisch verändert haben, auch durch den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union, ist man dazu übergegangen, die Errichtung von Wohnraum durch gemeinnützige Genossenschaften zu fördern. Diese gemeinnützigen Genossenschaften haben dafür, dass sie Fördermittel der Stadt bekommen, einen gewissen Prozentsatz ihrer Wohnungen. Das kommt auf die Förderhöhe und auf die Förderbedingungen an, aber so zwischen ein Viertel und ein Drittel der Stadt Wien zur Verfügung zu stellen, und die Stadt Wien entscheidet dann, wer diese Wohnungen bekommt. Das macht in Wien die Wohnberatung. Das heißt, wenn man in Wien sagt, man möchte in einen Gemeindebau oder in den geförderten Bereich, geht man in Wien zur Wohnberatung. Das ist ein One-Stop-Shop, und die schauen dann aufgrund der Einkommensverhältnisse, der familiären Situation, schauen sich die an, was würde am besten passen, was kann sich der Kunde am besten leisten. Dann bekommt man ein sogenanntes Wiener Wohnticket, und das ist dann der Eintritt entweder in den Gemeindebau oder in den geförderten Bereich. Damit erreichen wir es, dass über 60% der Bevölkerung von Wien entweder in einer Gemeindewohnung oder in einer geförderten Wohnung wohnt. Wir haben zu den 220.000 Gemeindewohnungen so auch noch 200.000 geförderte Wohnungen. Wir sind überzeugt, dass das auch dazu beiträgt, dass Wien die viertreichste Metropolregion der Europäischen Union ist. Wir sind nach Berlin die zweitgrößte Stadt im deutschsprachigen Raum. Es wurde gestern schon gesagt, wir haben Hamburg überrundet. Aktuell haben wir 1,8788 Millionen Einwohner. Und wir sind, wie gesagt, eine der am schnellsten wachsenden Städte in Europa. Wie funktioniert nun diese Wohnbauförderung? Der Wohnbauförderungsbeitrag, es wurde auch gestern schon gesagt, ist eine Abgabe, die zur Hälfte vom Dienstgeber und zur Hälfte vom Dienstnehmer zu entrichten ist, also eine lohnabhängige Abgabe, und zwar 1% der versteuerbaren Lohnsumme, 0,50% zahlt der Mieter und 0,50% der Arbeitgeber. Wurde auch gestern schon gesagt, auch vom Herrn Bürgermeister,
dadurch, dass das Angebot so ein breites ist in Österreich und dadurch, dass die Wohnbauförderung auch der Mittelschicht zugute kommt, ist es eine Steuer, die nicht zur Diskussion steht und die allgemein anerkannt ist. Wir haben in Wien rund 533 Millionen Euro Förderung pro Jahr. Davon gehen 431 Millionen Euro in den Wohnbau, sprich in den Neubau und in die Sanierung. Und 120 Millionen Euro sind noch Subjektförderung, die an jene Personen ausgezahlt wird, die sich trotz der schon gedeckelten und relativ niedrigen Mieten trotzdem nicht leisten können. Und daher leistbarer Wohnraum ist ja eine Definition, die so nicht besteht. Das heißt, es gibt in Wien gedeckelte Mieten und relativ niedrige Mieten im geförderten Bereich. Wer sich aber auch das nicht leisten kann, bekommt mit einer Subjektförderung aus der Wohnbausteuer noch Unterstützung. Aus unserer Sicht ist das soziale Wohnbau in Wien eine absolute Win-Win-Situation. Wir haben es gestern schon gehört. Er hat ja nicht nur soziale Faktoren, sondern auch durchaus ganz harte wirtschaftliche Folgen. Wenn die Menschen nicht so viel für Miete ausgeben, ganz kurz zusammengefasst, bleibt ihnen mehr Kaufkraft, wo sie das dann in anderen Konsum investieren können. Der Vorteil, den wir sehen, die Mietenhöhe ist beschränkt. Die gedeckelten Mieten beeinflussen auch die Mieten am Privatmarkt. Natürlich ist es so, dass auch in Wien die Preise am Privatmarkt deutlich steigen. Das ist doch immer mein Appell, der Markt kann den Wohnungsmarkt alleine nicht regeln. Wir haben wachsende Städte, das heißt die Nachfrage steigt. Das Angebot ist limitiert, weil Grund und Boden, vor allem in einer Großstadt, gibt es nur in einer beschränkten Anzahl. Das Einzige, womit sich daher der Markt reguliert, selber reguliert, sind die Preise und der Verdrängungseffekt gegenüber denen, die sich die Preise nicht mehr leisten können. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben im geförderten Wohnbau der Stadt und im Gemeindebau absolute Sicherheit. Sie haben unbefristete Mietverträge. Sie können daher nur gekündigt werden, wenn sie die Miete nicht bezahlen oder ganz schlimme Sachen anstellen. Dann gibt es einen Kündigungsgrund. Das gibt Sicherheit. Es ist auch klar, wenn zum Beispiel ein Ehepartner, der Mieter ist, verstirbt, dass das auf den Witwer oder die Witwe übergeht, die Wohnung. Auch das ist klar geregelt. Das heißt, die Menschen müssen nicht fürchten aufgrund von Spekulation oder weil das Haus saniert wird, dass sie aus ihrer Wohnung vertrieben werden. Wir schaffen durch unsere Sanierungstätigkeit und durch unsere Bautätigkeit auch wieder 25.000 Arbeitsplätze in dieser Stadt und wir garantieren einen sozialen Mix in der Stadt. Wir haben keine Ghettobildung, es gibt keine Grätzl in der Stadt, wo man sich, so wie ich als Frau, wenn es dunkel wird, nicht mehr hintraut. Es gibt nicht nur eine Durchmischung innerhalb unserer Gemeindebauten, weil wir eben, wie gesagt, die Einkommensgrenze aufgrund des hohen Angebots relativ hoch ansetzen können, sondern es gibt auch eine Durchmischung in den einzelnen Stadtteilen. Es war in der Zwischenkriegszeit der damaligen Stadtregierung extrem wichtig, dass die Gemeindebauten über die ganze Stadt verteilt sind. Und so wie es gestern schon gesagt wurde, anhand der Visitenkarte ist die gesellschaftliche Schicht oder das Einkommen, das eine Person bezieht, nicht nachvollziehbar. Das ist auch der Umstand, der aus unserer Sicht zur hohen Lebensqualität in Wien massiv beiträgt.
Wir sind auch überzeugt, es ist besser, in den sozialen Wohnbau zu investieren, als im Nachhinein in Polizei, Bundesheer, sonstige Sicherheitskräfte, die soziale Unruhen, die in Hotspots, wo man nicht mehr durchmischt, wo man Diversität nicht mehr fördert, entstehen, dann bekämpfen müssen. Ich komme nun zu Wiener Wohnen. Wir dürfen ja Ihr Gastgeber sein. Wiener Wohnen ist die größte kommunale Hausverwaltung Europas. Wir verwalten rund 1800 Wohnhausanlagen mit diesen 220.000 Wohnungen, die schon öfters erwähnt wurden. Weiter 47.000 Park- und Garagenplätze, 5.100 Lokale und Lagerräume und wir machen das mit rund 4.000 Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wiener Wohnen ist eine klassische Hausverwaltung, das heißt, wir schließen Mietverträge, wir schreiben den Mietzins vor, wir beheben Gebrechen, wir sanieren die Wohnbauten bewirtschaften die Wohnbauten im Sinne der Betriebskosten, das heißt, wir sorgen dafür, dass sie gereinigt werden. Aber wir verstehen uns natürlich auch als soziale Hausverwaltung und so haben wir durchaus auch ein Leistungsspektrum, das ein privater Hausverwalter in dieser Form nicht hat. So haben wir zum Beispiel eine 24 Stunden, 7 Tage die Woche Hotline, die, wenn zum Beispiel ein Licht am Gang ausfällt, auch gleich direkt, auch am Sonntag bestellen kann, dass die Beleuchtung repariert wird. Wir haben ein mobiles Einsatzteam, auch die sind 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar und fahren aus, wenn eine Krisensituation besteht, das heißt, wenn es wo brennt oder ein größerer Wasserrohrbruch ist. Die haben auch ein paar Krisenwohnungen, also wenn jemand durch einen Brand seine Wohnung nicht mehr benutzen kann, dann bekommt er schnell Hilfe und eine Ersatzwohnung. Wir haben einen bauphysikalischen Kundendienst und wir haben das Case Management. Dabei handelt es sich um Sozialarbeiterinnen, die von uns die Mitteilung bekommen aus unserer Rückstandsbetreuung. Es gibt einen Mieter, der zahlt seine Miete nicht, der hebt nicht ab, wir können ihn nicht kontaktieren, der meldet sich bei uns nicht, bitte such ihn auf. Und diese Sozialarbeiterinnen suchen die Mieter, die massiv im Rückstand sind und schon von Delogierung bedroht sind, dann auf und stellen eine Brückenfunktion dar zum Sozialbereich. Denn natürlich gibt es in der Stadt Wien mannigfaltige soziale Angebote für Menschen, die auch finanziell aus den diversesten Gründen in eine Krise geraten. Und die Menschen wissen oft noch nicht, wohin sie sich wenden können. Beziehungsweise wenn man einmal in diese Schuldenfalle und Schuldensituation geraten ist, dann weiß man auch aus der Psychologie, dann setzt ein Mechanismus ein, der heißt Kopf in den Sand. Und es besteht auch keine Möglichkeit mehr, selber aktiv zu werden. Und da sollen die Sozialarbeiterinnen eben ansetzen und die Menschen dorthin bringen, wo sie die Hilfe bekommen. Wir haben auch ein sogenanntes Mitbestimmungsstatut, das vom Gemeinderat beschlossen wurde. Das heißt, die Mieter können quasi einen Vertreter, eine Vertreterin wählen, die dann uns gegenüber auch berechtigt ist, in gewisse Dinge zu vertreten, zu fordern oder von uns auch einbezogen werden, wenn es zum Beispiel geht um die Gestaltung von Grünräumen. Wie schon gesagt, wenn man im geförderten Wohnbau wohnen möchte, geht man in Wien zur Wohnberatung. Dort bekommt man ein Wohnticket. Die Einkommensgrenzen sind auch, wie schon gesagt, sehr relativ hoch angesetzt. Aufgrund unseres hohen Angebotes können wir uns das leisten. Es wurde auch gestern schon gesagt, wenn
Für einen Ein-Personen-Haushalt ist derzeit die Einkommensgrenze bei 3.250 Euro netto pro Monat. In Österreich haben wir ja noch die Spezialität, dass der Lohn 14 Mal pro Jahr ausgezahlt wird. Also das Jahreseinkommen wären dann diese 3.250 Euro mal 14. Kommen weitere Personen zum Haushalt dazu, wie Kinder, dann erhöht sich dieser Betrag noch. Außer dem Einkommen gibt es noch andere Kriterien. Das ist das Mindestalter von 17 Jahren. Das ist auch der zweijährige durchgehende Hauptwohnsitz in Wien. Das wurde auch gestern angesprochen, dass der Zuzug aus den Bundesländern es dadurch vielleicht ein bisschen schwerer hat, zu einer Gemeindewohnung zu kommen. Aber natürlich, wenn wir dieses Kriterium weglassen, dann ist auch unser Angebot zu gering, um dann die heftige Nachfrage noch decken zu können. Man muss österreichischer Staatsbürger sein oder gleichgestellt, das heißt subsidiär schutzberechtigt mit einem unbefristeten Aufenthaltstitel für Österreich. Wie gesagt, die Gemeindewohnungen sind über die ganze Stadt verteilt. In jedem Bezirk gibt es Gemeindebauten von der Innenstadt bis zum 23. Bezirk am Stadtrand. Die Gemeindebauten sind überall. Das war mein Vortrag. Vielen Dank. Wenn es Fragen gibt, stehe ich natürlich noch zur Verfügung. Es starten jetzt die Study Visits. Der Treffpunkt ist draußen in der Lobby, und dann geht es zu den einzelnen Bussen, je nachdem, welche Rundfahrt Sie gewählt haben. Ich darf vielleicht noch einmal wiederholen. Es gibt eine Bustour in das Sonnwendviertel. Das ist ein komplett neuer Stadtteil, der mit gefördertem Wohnungsneubau entstanden ist. Es gibt eine Fahrt in den Rabenhof. Der Rabenhof ist so ein klassischer Gemeindebau aus der Zwischenkriegszeit. Dort wird auch über Gemeinwesenarbeit und Konfliktarbeit im Gemeindebau berichtet. Es gibt eine Fahrt in ein Stadterneuerungsgebiet, wo Smarter Together, also Smart City, ein großes Thema war. Es gibt eine Tour zum Thema Mieterhilfe und Mieterschutz und eine Exkursion in die Wohnberatung Wien, wo man, wie ich schon gesagt habe, die Wohntickets bekommt, wenn man im geförderten Wohnbau wohnen möchte. Ich darf mich daher an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Direktorin von Wiener Wohnen zu sein, heißt auch immer, einen Kampf zu führen, einen Kampf gegen Tendenzen, die es derzeit leider in Österreich auf nationaler Ebene gibt, den sozialen Wohnbau zurückzudrängen, die Forderungen der Immobilienwirtschaft zu übernehmen und hier das Wohnen zu einer Ware zu machen. Es hat mir daher unglaublich gut getan, der gestrige Tag und heute hier zu sehen, dass alle diese Probleme haben, dass wir nicht alleine sind. Und es ist immer so, wenn man sich zusammentut und gemeinsam für eine Sache kämpft, von der man überzeugt ist, dann hat man auch Erfolg. In diesem Sinne wünsche ich uns allen viel Erfolg und Ihnen heute noch einen schönen und interessanten Tag. Danke.